Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen. WWE Rivals Stickeralbum und zwar die letzten, was sind das hier, 15 Stickertüten, die ich habe. Entschuldigung für das Husten. Kommen heute dran und wir werden uns die natürlich in Ruhe reinziehen. Nicht wundern, ihr kennt das ja, wenn das Bild am Anfang so ein bisschen schwammig ist. Ich muss mal eben hier ein bisschen durchsortieren, ich lege das auch ein bisschen außerhalb vom Bild. Alles keine Sorge, ich öffne ja immer zuerst die Stickertüten, dann zoome ich nochmal ran, stelle nochmal scharf und dann gucken wir uns diese ganzen coolen Bilder an. Kleben Sie danach, wer noch Lust hat, mitzugucken ins Album ein. Es ist ja auch das letzte Mal, wie gesagt, dass ich Stickertüten öffne. Das heißt, danach muss ich sehen, dass ich tausche. In der Welt des Stickermanager.com, da tausche ich immer, wer mit mir tauschen möchte. Dort findet er mich immer. So. Das haben ja auch schon, wie gesagt, das habe ich auch öfters gesagt, viele gesagt, oh, da wird man ja immer nur beschissen, die schicken, du tauschst mit einem und der schickt die Bilder nicht. Mir ist es jetzt zweimal passiert, in, glaube ich, 40 Mal. Also zweimal kamen die Bilder nicht, obwohl sie offiziell losgeschickt wurden, sagte derjenige jeweils oder diejenige, aber sind aber nicht angekommen. Und ja, 40 Mal hat es funktioniert. Also die Chance, dass es nicht klappt, ist sehr gering, das ist eher... Denke ich mal, wenn man denn so einen kleinen Briefumschlag hat, der nicht ordentlich zugeklebt ist oder so. Ich glaube nicht, dass die Leute dann die Sachen zu Hause behalten, wenn es um 5 Bilder von Star Wars geht oder irgend so Kram. Und von daher denke ich mal eher, dass es Post oder Eigenverschulden ist von der jeweiligen Person, die es losschickt. Von daher auch das ist, wie gesagt, also ich habe da keine Bedenken zu tauschen. Ist natürlich auch anders, man tauscht das erste Mal, zweite Mal und schon hat man gleich jemanden, wo es nicht funktioniert hat. Ich hatte ja die ersten, glaube ich, 6, 7 Tauschaktionen durchgeführt ohne Probleme. Und der, ich weiß es nicht, vielleicht so der 10. Tausch ungefähr. Der hat da nicht funktioniert. Und jetzt vor kurzem, so beim 35. Tausch, war auch wieder einer dabei, wo das nicht kam. Hat auch die Person angeschrieben und beide sagen, sie schickten die Sachen los. Die haben auch sehr gute Bewertungen. Ja, also die haben teilweise weitaus mehr Bewertungen als ich, weil ich ja noch relativ auch Neuling bei dieser Seite bin. Und von daher denke ich dann auch wirklich, dass einfach die Bilder nicht angekommen sind, dass das der Hauptgrund ist. Ja, wie gesagt, zum letzten Mal tauschen und den Rest dann über Stickermanager.com. Das heißt, es wird sicherlich noch ein Video kommen, wo dementsprechend dann die Bilder ins Album einsortiert werden. Ich kann da zum Beispiel auch sagen, Trash. Ich hatte ja Trash soweit durch und habe nochmal ein paar Bilder durch meinen Kumpel bekommen. Also nicht durch Stickermanager.com, sondern durch einen Nachbarn, der noch das Album hatte und noch ein paar Bilder. Und da haben wir getauscht und da habe ich noch ein paar gekriegt. Da wird sicherlich nochmal ein Update zu geben. Entschuldigung. Ja, und da werden wir dann sehen, was dann noch überbleibt aus den Alben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ein paar Bilder, wie gesagt, die mir dann noch fehlen und ein paar tauschen können. Aber das seht ihr dann bei dem Update jeweils, logischerweise. So. Jetzt nähern wir uns auch dem Ende des Öffnens. Viele machen ja auch immer dann Vorlauf, macht ja auch Sinn. Die wollen dann eher die Bilder nur sehen. Aber ich muss sie natürlich, finde ich, jedenfalls vor der Kamera öffnen. Weil sonst könnte ich ja jedes Mal die Bilder wieder so tun, als hätte ich was geöffnet und öffne gar nicht. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Ding. Und darum öffne ich natürlich die Bilder immer vor der Kamera. Und darum habe ich ja meistens auch nicht so große Mengen wie diese hier. Ich fange ja meistens mit 5 Tüten an oder so. Oder 5 Booster, wie man so schön sagt. Und dann steigert sich das nach und nach. So wie jetzt auch hier bei Rivals geschehen. Und das ist jetzt eben der Rest, den ich habe. Und darum haue ich die jetzt alle raus. Ist ja auch schon Weihnachten gewesen. Und zum Abschluss nochmal. Okay, wir fangen an mit den großen Bildern. Weil der Zoom müsste einigermaßen passen. Und dann kommen die jeweils kleinen Bilder mit dazu. Die wir uns angucken. Ja, dann kommt ein Break. Den kriegt ihr natürlich nicht mit. Wo ich dann die doppelten aussortiere, was die meisten sein werden. Also doppelte Bilder. Weil ich ja schon sehr viele habe. Und dann gucken wir mal nach, was noch alles fehlt. So, geht los mit Crime Time. Ja, Crime Time selber bin ich ja auch noch nicht so lange im Wrestling bewandert. Seit einem halben Jahr oder so, würde ich jetzt sagen. Oder ein Jahr gucke ich das jetzt regelmäßig. Aber da, wie gesagt, Crime Time sagt mir gar nichts. Kane, der hat ja jetzt mal wieder ein bisschen was bekommen in den letzten Monaten. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Simis. Ja, Simis finde ich richtig cool. Ja, die meisten mögen ihn nicht. Ich finde Simis richtig cool. Koslov, auch einer von denen, die mir nicht bekannt sind. Also ich kenne ihn. Ich kenne auch mit Santano Marelli, der Italiener. Die beiden haben ja öfters mal so ein bisschen zusammen rumgeshakert und so. Das war echt cool. Cody Rhodes war ja Stardust zuletzt. Und Ted DiBiase, auch beide nicht mehr dabei.
Triple H ja im Management meistens, wenn er nicht nochmal Lust hat, herzukommen und zu sagen, so und so. John Morrison, schade, finde ich richtig cool, hat so ein Rockstar-Image, würde ich sagen. Den hätte ich gerne gesehen bei der WWE. Genau wie Rey Mysterio, ja, wo ich ja immer hoffe, dass er nochmal zurückkommt. Umaga, kenne ich jetzt selber auch nicht. Shawn Michaels, auch der ist ja schon länger nicht mehr dabei. Ich glaube, auch Verletzungsgründe hatte das ja. Der Undertaker ist unglaublich, aber war immer noch dabei. Mal sehen, wie lange noch. Jack Swagger, einer von wenigen Wrestling-Typen, die ich jetzt nicht so mag. Also Jack Swagger, ist überhaupt nicht meins. Der ist ja auch noch dabei, aber überhaupt nicht meins. Tommy Dreamer, auch nicht mehr in der WWE. Mal sehen, ob er auch bald mal wieder da ist. Big Show, eigentlich ein ganz netten Kerl, aber ist jetzt für mich auch nicht so der Wrestler. Aber ganz lustig. Genau wie R-Truth mit Goldust zusammen. Ja, immer noch mit Goldust zusammen. Und Mark Henry jetzt ja auch, der da auch mit rumhängt. Ganz lustige Sache. Gucken wir uns nun die Bilder an, die ich hier habe. Hier haben wir nochmal Umaga. Da könnte ich vielleicht nochmal ranzoomen, mal sehen. Ja, mehr Zoom geht nicht. Das müsste Shawn Michaels sein gegen Batista. Richtiger Kehltritt, richtig krass gemacht. Das könnte ein Finisher sein, so wie es aussieht. Jo, das ist natürlich auch richtig cool. Rey Mysterio gegen Kane. Vielleicht ist das Kane da unten. Ja, sein 619er, den er immer zum Abschluss gemacht hat, oder sehr oft zumindest. Auch das natürlich richtig, richtig cool. Mir gefällt das auch außenrum, dass man da so sieht aus, als wäre ein gefrorenes Bild, dunkel, und dann dadurch dieses Krisselige, als wäre das so auftauen würde, sozusagen. Jericho, ja, Jericho finde ich richtig, richtig geil. Hier haben wir nochmal Kozlov mit Triple H oder Shawn Michaels, mal sehen. Big Show, ja, macht das, was er groß kann. Eine Big Show. Ja, Cena, never give up, you can't see me. The Walls of Jericho gegen Cena. Oh, das ist auch richtig böse, das Ding im Rücken. Das müsste Shelton Benjamin sein. Ja, Galito habe ich auch nie gesehen. Bin ich jetzt, kann ich jetzt also auch nicht sagen, ob es ein guter Wrestler wäre, aber er hat irgendwie was mit seinen Locken und so ein brasilianisches Flair. Wie ich finde, wäre ganz cool. Sind ja zwei Latinos ja auch in diesem Tag-Team zusammen. Wir fehlen jetzt die Namen nicht ein. Das müsste Kofi Kingston sein da oben, der Flieger. Ja, auch schon über ein Jahr Titelträger im Tag-Team. Ja, die beiden Gangsters, Crime Time. Aber auch ein paar Mädels. Ja, die Mädels haben sich sehr gut entwickelt, finde ich. Das müsste Edge sein. Auch hier John Morrison, glaube ich. Nee, was ich sagen wollte, die Mädels haben sich ja wirklich sehr gut entwickelt in der WWE. Also das ist mittlerweile professionell wirklich richtig gut, wie die ihre Aktion planen. Und optisch, na, brauchen wir, glaube ich, auch kein Wort drüber verlieren. Also es sind schon richtig hübsche Girls, die da rumtanzen und ihre Moves machen. Also richtig gut. Nun haben wir noch einen dritten Stapel, die Hochkantbilder sozusagen. Oder die vertikalen Bilder. Mal sehen, ob ich das Poster voll kriege. Das zeige ich euch ja gleich nochmal. Da fehlt mir, glaube ich, nur noch ein, zwei Bilder. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber das wäre natürlich richtig geil. Das Poster echt schön ist. Blöde angestellt, dass sie die Mitten, dass sie die Kanten, also wenn du in der Mitte das Ding faltest, Bilder reingeklebt haben. Also da musst du Bilder reinkleben, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich ganz dumm gewählt gewesen. Aber das zeige ich euch, wie gesagt, in wenigen Momenten, wenn wir uns die Bilder hier angeguckt haben und ihr noch Lust habt, das müsste Phoenix sein, ihr noch Lust habt, mit mir die Bilder einzukleben. Oh, Money in the Bank. Ja, Shawn Michaels auch schon richtig cool, so ein Cowboy-Style, so ein, ja, The Lone Tone Ranger. Edge, ja, Edge. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Viele mögen den nicht. Ich finde Edge richtig cool. Der Kumpel von Edge war, glaube ich, Christian. Oder war Christian der Kumpel von Shawn Michaels? Von Triple H? Ich weiß es nicht. Jedenfalls von einem von diesen drei. Randy Orton.
scheiden sich die Geister. Ich finde ihn wrestlerisch und auch vom Typ her sehr cool. Was ich überhaupt, das Einzige, was ich affig finde bei Randy Orton, ist seine Art, wenn er aufs Seil geht vorm Kampf oder nach dem Kampf und dann diese Pose macht. Die finde ich sowas von eingebildet. Ich glaube, eingebildet ist das richtige Wort. Überheblich. Die gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Das finde ich richtig scheiße. Aber das war das Einzige, was ich bei Randy Orton nicht mag. Weil sonst ist er der Sohn von Bob Orton, den Cowboy. Sonst ein richtig, richtig, richtig guter Wrestler mit vielen Verletzungen. Hat ja auch schon öfters die Wellness-Policy. Ja, nicht bestanden. Ich glaube, zweimal schon jetzt. Einmal noch und dann ist er Feierabend, wenn ich mich nicht irre. Und Jericho als Lonesome-Bild. Okay, dann gucken wir gleich mal, was noch fehlt. Sortieren wir im Aus, dann geben wir gleich die Bilder ins Album ein. Kommen wir nun zum Einkleben der Bilder und los geht's gleich. Und ihr seht, es fehlt mir nicht mehr viel. Also den Rest werde ich dann versuchen, über Tauschaktionen zu bekommen. Aber es fehlt mir wirklich nicht mehr viel. Und ja, ihr seht hier zum Beispiel, die 4 habe ich jetzt nicht. Aber die 11 habe ich hier in der Hand. So, zack. Sehr cool. Dann die 21 habe ich wieder. Ja, ist auch die nächste, die fehlt. Also fehlt mir bisher nur die 4. Also ein Bild. Mal sehen, wie viel am Ende überbleiben. Aber ich denke mal, es werden unter 20 sein. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig mehr sicher gewesen, ob das jetzt unter 20, ob das hinkommt. Aber ich bin mir doch, unter 20 auf alle Fälle. Vielleicht sogar unter 10. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. 24 habe ich auch. Cool. Da ist auch also sozusagen Kane komplett. Haben wir hier noch die 30, The Miz. Ja, The Miz, wie gesagt, finde ich ganz cool. Da noch auf einer einzelnen kleinen Seite mittlerweile, denke ich mal, hat er sich richtig gut gemausert. Bleibt also bei einem fehlenden Bild. Die habe ich alle. 53 habe ich auch. Oh, super. Alles da, 69 habe ich nicht, das heißt 2, 3, 4, 4 Bilder fehlen mir aktuell, die 103 habe ich auch, das heißt John Morrison ist komplett. Tyler Breeze hätte ich gedacht, vielleicht könnte der so ein bisschen in diese Richtung gehen, ist aber ja, irgendwie blind verheizt worden, wie ich finde. Also nicht sehr clever hat man sich da angestellt, die 123 habe ich nicht, sehe ich gerade. Das ist dann Nummer 5. Die 121 habe ich hier gerade in der Hand. Dann fehlen mir also noch 5 Bilder. Oh, wartet. Weiter geht's. Die Mädels habe ich komplett. 5 Bilder. Die 140 habe ich auch nicht. Dann fehlen mir 6 Bilder. Die 141 dagegen mit Hardy habe ich. Die haben wir auch. Ja, also ich denke mal, wir laufen so auf die 10 ungefähr zu. 6 waren wir jetzt, glaube ich, ja, ne? Bei 6 Bildern, die wir fehlen. 7. 8. Die dagegen habe ich. Die 188. Sind wir bei 8 geblieben. Den haben wir. Die 198 habe ich nicht, das bedeutet 9. Ah, Santino Marella. Ja, der mit Koslov zusammen rumgehangen war. Den fand ich eigentlich ganz lustig immer. Die 207 habe ich nicht, sind dann 10. Und die 229 habe ich, ja, genau 10 Bilder fehlen mir dann, glaube ich, weil ich glaube, die letzte Seite ist danach und die habe ich voll. Da war nur Jack Swagger mit 2-3 Bildern. Also dürften mir ca. 10 Stück fehlen, aber mit Poster, also über 10, 11, vielleicht auch 12, wenn ich mich um einen verzählt habe, aber mehr nicht. Und das heißt, ich muss jetzt sehen, dass ich durch Tauschaktionen schnell an die Bilder komme, um das Album auch voll zu bekommen. So viel habe ich ja noch nicht voll. Cars ist, glaube ich, meine einzige Mappe, die ich bisher voll habe. Also es wird Zeit, das ein bisschen voranzutreiben. Das war's dann für heute. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.